mit mir, dem Kaiser von Ungarn und dem bald deutschen Kaiser. Ja, wollte gerade sagen, auch erst bald. Ja, erst bald. Deshalb, weil noch ist der August Kaiser. Du kannst ja mal nicht auch sagen, dass August Kaiser bleibt, ne? Glaube ich. Ich meine, das geht, weil bei irgendwas war da, glaube ich. Wenn du bei Rückkehr des Kaisers oder so, irgendwas war da. Weiß aber nicht mehr wie. Nee, ist noch August vom Mackensen Naja. alles. Na toll. Was kriege ich für eine Meldung? Trotz anderer Bemühungen hat das österreichische Volk entschieden, den Status quo beizubehalten. Alles blöd. Kriegste annektieren, gegen Österreich-Ungarn erhalten. Muss man langsam mal machen, ne? Potenzielle Feinde, Frankreich. So. Attacke. Und Österreich-Ungarn ist natürlich dem Krieg beigetreten. Österreich-Ungarn ja schon frei, er ist natürlich dem Krieg beigetreten. Frankreich doch auch, oder nicht? Jaja, wie viel. Lol, Frankreich hat null Divisionen. Wie, Frankreich hat 0 Division? Frankreich hat keine Armee. Bei mir wird Anzahl der Divisionen geschätzt 0. Sag mir sowas mal schneller. Würdest du mir dem Krieg beistehen, mal eben in Österreich, mal eben in Frankreich einmarschieren? Das ist meine Idee. Dann mach das mal bitte. Ich marschiere dann kurz dann in Österreich ein. Dürfte ja nicht allzu lange dauern. Aber irgendwie wollen die jetzt nicht an die Frontlinie gehen. Ich glaube, du kannst da getrost ohne Front angreifen, wenn die keine Truppen haben. Nee, die wollen da gar nicht dran gehen, das ist es ja. Den. Shorokosun. Meine Leute sagen nur Shorokosun. Sagst du auch Shorokosun? Irgendwas haben die hier noch, meine Truppen. Shorokosun. Die haben bestimmt Shorokosun. Warte, ich weiß, was ich mache. Shorokosun. Was haben die mit Shorokosun? Gibt heute kein Shorokosun. Ja, halt. Oder haben die... Die werden schon eine Armee haben, weißt du, woran das wahrscheinlich liegt? Nein, da steht 0. Wenn da genau 0 steht, stimmt diese Zahl auch. Andernfalls wird da stehen 0 bis. Jo. Sehr schön, Wien ist erobert. Oder liegt das da dran, dass die keine bei dir an der Front haben? Nein, die haben gar keine. Interessant. Die besitzen keine Armee. Das ist halt ein friedliches Volk. Tritt doch mal dem Krieg bei, dann kannst Oh, du. das, wie kann ich dem beitreten? Kannst das nicht ohne das Kriegsmenü? Oder wenn du bei mir draufklickst, irgendwie bei Ruf zu den Waffen oder sowas. Krieg beitreten. Ja, mach das. Kein Mitglied eines Bündnisses. Was? Ich bin kein Mitglied eines Bündnisses, oder was? Nein, ich bin nicht Mitglied deines Bündnisses. Alter. Wieso will Österreich nicht kapitulieren? So, Österreich steht erst 70% vor der. Alter, weil die jetzt ihre scheiß Hauptstadt in Salzburg haben, ey. Welcher gesunde Mensch packt nach seiner Hauptstadt nach Salzburg, jetzt mal ganz ehrlich. Romanschuk. Was ist mit Romanschuk? Hast du auch Romanschuk? Ich bin da dann überlegen. Mal überlegen. Nee. Nee, das klappt nicht, weil, Shorokosun. Ich sag nur Shorokosun. So, ich verlege erstmal meine gesamte Luftwaffe. Bestehend aus
96 Flugzeugen an die Front und die Patrouillennetz in Österreich und gehen auf die totale Luftüberlegenheit. Voll in die totale Luftüberlegenheit. Na gut, dann muss ich ihn halt jetzt rechtfertigen. Muss ich halt ins... Romanchuk. Führt ja kein Weg dran vorbei. Nee, scheinbar nicht. Ich halt sein. Jetzt schreit er da wieder alles so laut, ey. Hallo, ich versuche jetzt zu spielen. Sag mal, spielst du eigentlich oder was machst du da? Ich kann gerade eh nicht spielen, weil ich gerade nichts zu tun habe. Das ist ja der Vorteil an diesem Spiel. So, ich kann Kommunismus verbieten. Hihi. Ja, du sagst, du kannst nichts machen. Wo ich nur noch die Zentrumspartei wegkriegen. Der Vereinigung der Vereinigten Chinesischen Front bei. Boah, nervt das. Das nervt kein bisschen, wenn du die ganze Zeit schreibst. Ich tippe leider. Oh, eine leichte Panzerdivision steht an der Maginot-Linie.
Nochmal, könntest du mir bitte Infanterie und Zusatzausrüstung gewähren? Ich habe eine ziemlich zerschossene Wirtschaft momentan, was aber üblich ist.200 oder wie viel? Je mehr, desto besser. Ich brauche dringend. Okay, 250 kann ich entbehren. Bitte. Dankeschön. Kann ich so spielen und schon wieder tit 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 tit. Ich glaube, ich mute mich sogar einfach. Nee, ich habe gerade ein Problem mit Spotify. Ach ja. Jawohl, weiter vorgerückt, endlich. Ist auch noch bitter nötig. Na gut. Spotify wird mal ausgemacht, das spackt. Cool, jetzt spielt es ohne, dass ich es will. Bitte? Jetzt spielt es ohne, dass ich es anhab. Auch nicht schlecht. Ja, läuft. Aha. Wiederaufbau der Nation. Was bringt das? Oh ja, aber das ist echt so. Die haben nahezu nichts. Ja. Aber das braucht halt noch, bis ich die angreifen darf. Kannst du mich nicht in den Krieg einladen? Ich kann gar nichts. Ah ne, also ich kann ein Bündnis erstellen. Warte. Du musst jetzt aber natürlich erst annehmen. Vorher passiert gar nichts. Und jetzt kannst du.
Und jetzt kann ich dich in den Krieg rufen. Du musst jetzt natürlich annehmen. Und jetzt hoffe ich, dass du in hier unten schnell aktiv wirst. Österreich marschiert bei dir ein, ne? Habe ich gar nicht dran gedacht. Ups. Ja, Alter. Ja, die Österreicher marschieren jetzt bei dir ein. Was mache ich da? Am besten verteidigen. Wäre gut, ne? Ich glaube ja. Das Gute ist aber, dadurch, dass die jetzt eine neue Front haben, kann ich von meiner Seite schneller und effektiver durchstoßen. Das ist natürlich gut. Ich hoffe mal. München ist bereits erobert. Ich merke es. Ich habe unten jetzt sogar zwei Infanterieeinheiten gekesselt. Sehr schön. Wenn die drauf gehen würden, das wäre top. Das wäre echt top. Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Warum? Warum haben wir einen Fehler gemacht? Weil ich das Gefühl habe, dass wir den Krieg nicht gewinnen. Das wäre aber schlecht. Brauchst du denn permanent Einheiten? Guck mal, oben in Berlin stehen ja schon wieder zwei. Zieh die auch sofort runter an die Front. Hast recht. So, ich marschiere jetzt gerade hier schon mal Richtung Salzburg. Wenn ich Salzburg habe, sollten die eigentlich kapitulieren. Also die Österreicher. Das würde mir dann wieder 10 Siegpunkte bringen, dann sollten die kapitulieren. Dann ziehe ich meine Truppen rüber an die Front zu Frankreich und unterstütze dich da. Das ist doch gut. So, nächste Infanterieeinheit ist fertig. So, ich stehe jetzt gleich in Salzburg. Ja. Ich stehe in Salzburg. Salzburg ist erobert. Ach nee, an der 95% willst du mich verarschen. Die Hauptstadt ist jetzt in Innsbruck. Dann marschiere noch schneller nach Innsbruck. Ich melde mich, wenn ich da bin, ne? Danke Jawohl. mir später. Willst du alles? Ja, ich nehme ganz Österreich. Achso, darf ich noch gar nicht. Ich darf noch gar nicht ganz Österreich nehmen. Aber warte, ich muss jetzt erstmal mehrfach passen. Bitte einfach passen. Muss wieder passen. Nochmal passen. Ich darf dir nicht alles fordern. Du musst nochmal passen. Warum darf ich Tirol nicht fordern? Nochmal. Bist du blöd? Darf Tirol immer noch nicht fordern? Warum darf ich Tirol nicht übernehmen? Ach ja. Bist du blöd? Nee, wir müssen weiterpassen. Pass einfach bis du 200 Punkte hast. Ah ne, jetzt darf ich. So, jetzt sind wir fertig. Fertig. Sehr schön. Dann kommt meine Armee jetzt rüber zu dir.
Oh, guck mal, jetzt haben wir sogar schon eine gemeinsame Grenze. Jetzt wird das aber gefährlich hier in Europa. So, jetzt gehe ich auf die Wiederherstellung Österreich-Ungarns. Danach heißt mein Reich einfach nur anstatt Königreich Ungarn, Österreich-Ungarn. Heißt du jetzt schon so? Nee, ich heiße immer noch Ungarn. Ist aber auch ziemlich ungünstig, dass wir jetzt hier versuchen, die Maschinenlinie zu durchbrechen. Ne? Das ist. Ja, bei mir werden ja gerade noch Infanteriedivisionen und sowas gegründet ohne Ende. Eigentlich können wir doch aber durch hier schon näher davor stoßen auf North Sea. Warum stoßen wir nicht vor auf North Sea? Das ist eigentlich das Simpelste, was wir machen können. Nancy. Ja, direkt auf North Sea. Mit allem, was in dieser Provinz steht, einfach auf North Sea drauf. Wenn wir North Sea haben, dann können wir von hinten möglicherweise die einkesseln. Ja, wo du recht hast, hast du recht. Außer die in Straßburg, weil Straßburg eine Stadt ist, die werden weiterhin versorgt. Aber der Rest, den können wir einkesseln. Momentan sieht es so aus, als ob wir die Schlacht um North Sea gewinnen. Das wäre natürlich sehr wichtig. Aber guck mal, hier unten sind wir noch mal an einer Stelle durchgestoßen. Dann stehen wir da auch gleich durch. Man kann sie nämlich von hinten herum umkesseln, dann. Die holen wir uns schon, die dummen Franzosen. Scheiß Franzmänner. Oh, ich bin plötzlich von meiner Map runtergeworfen worden nach Argentinien. Ja, da wollte ich jetzt unbedingt hin, danke. Mit den Truppen, die du südlich von North Sea hast, sind wir auch durchgestoßen. Greif mit denen auch die Infanteristen, die da stehen, an. Also den Panzer und die Gebirgseinheit. Welche Gebirgseinheit? Du siehst am Süden, wo ich doch nochmal die zur Infanteristen angreife. Also nicht ganz im Süden, sondern so auf mittlerer Höhe, wo die rote Zahl steht mit 61 jetzt gerade. Hapse. Ja, und da einfach die Truppen draufziehen. Nice. Now sie ist erobert. Sehr gut. Sieht das nicht schön aus? Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich überfallen. Gemeinsam Frankreich. Ich stelle bereits eine neue Armeegruppe auf und ja, wen nehme ich denn dafür? Ich nehme dafür Gesa Lakatos. Gesa Lakatos wird also Hihi. Befehlshaber, Offizier der 2. Österreich-Ungarischen Armee. Da wir doch jetzt die Truppen bei Straßburg gekesselt haben, greif mit allem, was um den Kessel rumsteht, da an. Weil wenn wir die Truppen im Kessel down kriegen, die sind dann einfach tot. Ja, das weiß ich sogar. Das wäre sehr wichtig. Aber wenn wir diese scheiß Linie hier überwunden haben, dann ist der Rest eigentlich ein Kinderspiel. Richtig. Guck, erste Provinz ist doch schon gefallen. Jetzt müssen wir nur noch Straßburg erobern, dann ist das Thema ja auch durch. Und Straßburg sieht man dann auch gut aus und dann. Guck, Maschinenlinie fast komplett überwunden. Das dann mit überraschend wenigen Verlusten. Kann man gucken, ja, guck, wir haben gerade mal 51.000 Mann verloren. Ja, die verlieren jetzt so gerade. Vor allem Technik verlieren, so ist das ärgerlich, finden.
Gleich haben wir's. Aha. Ja, in Straßburg fällt, das wäre top. Dann haben wir unsere ganzen Truppen an der einen Front. Dann läuft's. Nur ich verbessere schon mal meine Beziehung zur Tschechoslowakei, weil die hole ich mir ja auch gleich. Und wenn da. 94, 95, ja, jetzt sind die weg, weil guck mal, die Panzertruppen sind schon tot. Ja. Und dadurch haben die jetzt massiv verloren. Die haben jetzt schon 10, die haben jetzt schon 41.000 Tote. Und wir immer noch unter 60, Jakob. 50 kamen sie jetzt. So, und jetzt müssen wir mit allem und Mühlhausen überfallen. Wenn wir Mühlhausen haben, dann ist die Maschinerie quasi zerfallen. Mühlhausen? Ja, ganz im Süden. Abs. Ich habe halt eben das Problem, ich habe zu wenig Öl, um aktiv Panzer zu betreiben. Deshalb muss ich auf Kavallerie und Artillerie und Infanterie setzen. Das ist eben das Problem. Solange ich nicht irgendwie Saudi-Arabien oder sowas habe. Jugoslawien bittet Verkauf von Flugzeugen. Nein. Können nichts abgeben. Jawohl. Der Herstamm von Österreich-Ungarn. Sieht das nicht schön aus? Österreich-Ungarn und das Deutsche Kaiserreich. Ist das nicht traumhaft? Weißt du, wann es noch traumhafter wird? Wann? Wenn wir uns gleich Polen grabben. Ja, von Polen kriege ich ja auch im Süden noch was, ne? Da Ja. krieg ich im Süden ja auch noch Gebiet. Dann lass mal warten, bis ich die Kriegsrechtfertigung über meinen Forschungsbaum habe. Also über meinen Dingsbaum, weil dann können wir Polen angreifen, ohne Krieg rechtfertigen zu müssen. Das ist das Geile bei Österreich-Ungarn. Ich bin gerade was am Überlegen. Überlegen ist immer gut. Sollen wir nicht einfach auf Mühlhausen scheißen und unsere restlichen Truppen einfach nach Paris marschieren lassen? Da müssen wir unsere Trümmer trotzdem um Mühlhausen stehen lassen. Ja, die restlichen. Davon aus. Ich lass meine nicht dann nicht mehr angreifen. So, meine stehen. Moment, Schuck. Weil im Norden müssen wir auch noch Metz uns holen. Nice, da haben wir ein bisschen auch durchgebrochen. Einfach nach Paris. Ja, wir sollten aber trotzdem gucken, dass wir unsere Frontlinie weiter beschützt kriegen. Okay, ich marschiere einfach mal nach Paris. Ich lasse meine Truppen recht defensiv agieren. Also meine Truppen sollen dann hier einfach mal die Grenze sichern, wenn das okay ist. Und Ja. dann sage ich meinen Grenze sichern hier und da beim Vorstoß helfen, aber nicht aktiv alleine vor angreifen. Ist okay, dass deine dann sozusagen mein Rückhalt sind, ne? Jo, weil ich glaube, im Angriff hast du bessere Karten mit deiner Armee als ich, weil du hast halt Panzer und schwere Artillerie und sowas, und das kann ich mir alles nicht leisten, weil ich kein Öl habe. Deshalb würde ich dir dann Rückhalt geben und dich hier und da, wo es nötig ist, unterstützen im Angriff. Unterstütze ich dich noch, da ist nötig, da unten. Bei Besançon. Ja, meine zweite Armee hat jetzt auch schon wieder 13 Einheiten, also. Es läuft. Shorokozun. Ja, Shorokozun. Wir marschieren aber gerade eher nach Süden als nach Paris, ne? Ja, verwundert mich auch, dass meine eher nach Süden laufen. Ja, weil der Pfeil nach unten zeigt. Du hast ja gesagt, einfach nach unten marschieren. Deshalb diese Armeebefehle, die sind oftmals fehlerhaft. Nimm den Armeebefehl raus und steuere die lieber manuell. Das ist wirklich besser.
Wie das aussieht, das ist 1938, ey. Was willst du denn von Frankreich? Mir ist halt egal. Also ich würde vielleicht hier ein bisschen mal von den Kolonien nehmen, wo es Öl gibt. Das Hauptland da oben, das kannst du dir gerne unter den Nagel reißen. Guck mal, guck mal, guck mal, Mühlhausen. Oh. Und jetzt geht's ab nach Paris. Jetzt haben wir wieder mehr Armeen frei. Jetzt sind die meisten meiner Armeen halt auch wehrfrei. Bist du im Moment in Beziehung zur Tschechoslowakei? Ja, mache ich sehr gut. So, jetzt aber. Frankreich kapituliert doch wahrscheinlich gleich schon, hä? Ja, dann. Aber wenn wir Paris haben, sind die ja immer. Ziemlich sicher, ja. Leute, eigentlich gibt es gar keine deutsch-französische Freundschaft, es gibt nur die deutsch-österreichische Freundschaft. Genau. Und die ist, wie man sieht, sehr ausgeprägt. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh, ein und Können wir mal gucken? Nee, da fehlt noch ein bisschen. Momentan 36%. 36% von der Kapitulation. Ja, du bist ja auch neben Paris, du bist ja nicht in Paris. das Idiot. Jetzt rein da. Wie viel Prozent von der Kapitulation? 36%. Die werden jetzt auch nicht wahrscheinlich direkt kapitulieren, wenn ich Frankreich habe. Du was? Oh. Nee, immer noch nicht. 32%. Aber weißt du was? Machen wir schnell und schmerzlos. Du hältst, ich geh durch. Ich bemühe mich so gut es geht. Ja. So, im Süden versuche ich gerade mal einzumarschieren. Hey, aber macht dort richtig Bock eigentlich, ne? Ja, er läuft gerade. Ach, guck mal, jetzt haben die Raute den Calais. Da kommst du ja wohl hin. Ja, sicher. Habe ich doch schon alles drauf gelegt, dass sie jetzt dahin gehen. Achso, okay. Weil wir hier auch ziemlich weit im Norden ja auch bei denen einmarschieren. Das ist halt ja momentan eigentlich auch. Ja, jetzt nicht wirklich die große Herausforderung. Wie? Heute gibt es keinen Romanschuk. Achso, du willst hier marschieren? Ja komm, helfe ich dir mal ein bisschen. Dann sollte das Funktion nuckeln. Da helfe ich dir auch noch mit. So, aber ich würde mal sagen, wir haben eine Armee aufgebaut, die in der Tat unbesiegbar ist. Ja, bis wir an die Sowjets kommen. Oh. Ja, aber bis dahin haben wir ja noch reichlich Zeit. Richtig. Aber ich hätte mal gesagt, du grabst dir oben ganz Nord- und Westeuropa und ich knüpfe mir erstmal um den Balkan vor. Ist das für dich okay? Ja. Gut. Also wir bemühen uns natürlich da immer so anzugreifen, dass wir uns dann auch immer gegenseitig helfen können. Das ist natürlich logisch. Nicht, dass wir dann hier irgendwie in Bredouille kommen. Oh, geil. Also ich würde mir dann Also, so. ich grab mir Elsass. Du kannst dir von mir aus auch halb England, halb ganz Frankreich holen. Ich will mir unten Korsika holen und die Kolonien. Weil in den Kolonien gibt es ordentlich Rohstoff und ich habe unnormalen Rohstoffmangel. Wenn das für dich okay ist. Klar, ist das für mich okay. Dann nimm du dir Frankreich. Aber darf ich auch ein bisschen was von meinen alten Kolonien hier? Obwohl, ne, die sind ja britisch. Ja, die sind alle britisch. Na gut. So, welche willst du vor allem? Sag mal, welche Kolonie du willst. Hier oben ganz Kann ich mir Nord. diese hier grabben? Guck Welche? mal, diese. Ja, die kannst du haben da unten. Gut. Willst... Ja, dann mach ich. Welch? Dann drückt er erstmal auf Runde beenden. Runde beenden, okay. So, dann und jetzt mal. Also ich würde mir zum einen hier Korsika würde ich mir gönnen. Ja,
Mann, ich habe einen Flottenstützpunkt. Geil. So, dann will ich mir hier unten da noch das Stück da holen. Ach, wie geil das ist. Ey, guck dir mal an, wie groß wir jetzt schon sind. Guck dir mich allein mal an. Ja. Achso, kann ich gar nicht, weil ich da weiter wird so viele Punkte verbrauche. Entschuldigung. Schmeiß ich So. mal im Korsika, schmeiß ich mal im raus. Schmeiß mal im Sofa raus, bis ich mal erstmal auf Akzeptieren gehen kann. Okay, das ist erstaunlich wenig. So. Bleiben wir mal in das. Dann machen wir mal auf Runde beenden. Also passen, genau. Ich muss auch passen. Wir passen wieder Ach, ein muss ich bisschen. nochmal passen? Ja. Wir passen noch ein bisschen. Hey, oder so macht man das auch in den, so hat man das auch in den richtigen Verhandlungen gemacht. Ich passe, ich auch, okay. Also ihr Lieben, ihr wollt wissen, wie Vertragsverhandlungen damals verlaufen sind. So. So kann ich mir jetzt ein bisschen was grabben. Das darf ich mir grabben. Darf ich mir auch Madagaskar noch grabben? Ja, darf ich so. Ja, Korsika wollte ich mir noch grabben. Du musst mir noch mal einen Pass spielen. Ich danke dir. So, So. hast jetzt alles? Ich bin fertig. Vom Frankreich und da ist nur noch in Afrika oder irgend so ein komisches So, haben wir Scheiß alles, irgendwie. ne? Jo. Oh ne, hier oben noch nicht, ne? Was denn? Ach nee, das ist nicht. Was ist denn das hier oben? Den Wo? Gipfel. Wo denn? Ah, das ist deins, Algerien, so schon. Alles klar. Ja, das Dann ist kann ich auch meins. fertig, ne? Ja. Uff. Böhm erklärt sie mit enger Beziehung einverstanden. Jawohl. Und was? Warum ist Chase... Was? Nein, Chase ist aber kein... Deutsches Reich. Hihihihi. Wieso ist jetzt die Chase aber kein nur ein... Nee, so... Hä? Nee, das... Wieso sind die denn jetzt von mir ein Marionettenstaat? Das ist doch total irrsinnig. Königreich Böhmen. Liebe Leute, wir stoppen mal in die Folge jetzt gerade irgendwie einen Wurm dran. Wir melden uns dann wieder in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss.